Ja Leute, herzlich willkommen zu einem Gameplay-Commentary. Diesmal zu dritt am Start sind der Markus Ja. und der Roman, den ihr schon aus diversen Commentaries, wo ihr seine Gameplays gesehen habt, kennt. Ja, hey Leute. Genau. Ja, jedenfalls im Hintergrund seht ihr den Gameplay von Uncharted 3, Dodgeball, Rampant 31 zu 3 vom Alex. Ja, unser Thema Musst du nicht heute. mehr zu sagen, das reicht. Lass es so stehen, lass es so stehen. Genau, das Sag war einfach genug. nichts mehr dazu. Ja, genau. Unser heutiges Thema sind unsere Lieblingsfilme und Filme, die uns allgemein gefallen. Ich würde sagen, ich fange mal an. Bei mir ist Ja. ganz klar die Dark Knight Trilogie. Also Batman Begins, Dark Knight und Dark Knight Rises. Ja, sind okay, ne? Sagen wir mal nix. Und zwar mit Abstand. So. Ja, Markus, bei dir? okay. Ja. Naja, nicht so. Es sind nicht so ganz meine Lieblingsfilme. Ich mag lieber. Was habe ich letztens so gesehen hier? Stirb langsam 4-0, genau. Den mag ich gerne. Also generell die Teile. Den neuen Fünfer habe ich zwar noch nicht gesehen, aber ich denke mal, dass der soll ja schlechter sein. Ich weiß es nicht. Hast du den schon gesehen, Kevin? Nee, auch nicht. Ne? Ja, also wie gesagt, ich mag die eigentlich ganz gerne, die Filme. Okay, und Roman? Ja, also ich habe die beiden Filme, die ihr eben genannt habt, noch nicht gesehen. Aber ich finde, beste Filmreihe ist Matrix und zweitbeste ist Hangover. Weil Matrix hat auch einen hohen Unterhaltungswert, Spannung und ja, der zweite und dritte lässt zwar etwas nach, aber der erste ist schon verdammt geil. Ja, finde ich auch. Also Matrix finde ich Hangover auch ist sehr auch nice. nice, das stimmt. Ich habe fast übersehen. Ach, Ted ist auch nice übrigens, ne? Hangover finde ich Der auch Film. gut, aber ich finde, der Ah, ist ein bisschen Ted. overhyped. Doch. Ich finde Hangover ist overhyped. Ja, Hangover. Ja, klar, der dritte, den zweiten haben sie ja ein bisschen verkackt, finde ich. Den habe ich ja Ja. nur beim Niklas gesehen. Aber den dritten habe ich noch nicht gesehen. Der meinte, der wäre wieder besser. Aber ich meine, ist jetzt auch nach dem dritten Schluss, glaube ich. Ne? Ist ja nur eine Trilogie. Ja, da haben wir dieses Harry Oder? Potter Ja. Poster verarscht, da schnell das, It's All Ends auf dem Poster. Und dann so Mr. Naja. Chow und der Dicke da. Ja, aber das Ja, hat wie eigentlich nicht so gesagt. ein Hangover. Aber Nee. Hangover finde ich auch nice, aber ich finde es ein bisschen overhyped halt. Also gerade finde ich, muss ich sagen, an Comedy finde ich Kindsköpfe am besten. Fand ich richtig nice. Ja. Kommt, ist er Den habe schon, ich auch gesehen. kommt oder ist gerade der zweite im Kino? Bin ich ganz sicher, ob das schon läuft. Ich meine ja, ne? Weiß ich gar Ja, der nicht. läuft seit dem 18.07. Okay. Hast du ihn schon gesehen? Ne, noch nicht, deswegen frage ich gerade. Was mir auch Hm. gerade im Kino, wo mir der Trailer sehr gut gefällt, ist Pacific Rim. Den muss ich auch nochmal sehen. Der sah auch schon nice Keinen aus. Plan. Habe ich auch keinen Plan von. Ja, Max gegen Aliens. Natürlich Hammergeil. der Hammer anspruchsvolle Film für euch Intellektuelle da draußen. Ja, storymäßig der Hammer bestimmt. Ja. Aber nice. Nee, sowas gucke ich. Sowas werde ich mir sicher nicht angucken. Also, So. ja, aber gut, ich mag Transformers Kannst du nur, ja weil das. gleich Godzilla gegen Space Godzilla angucken, ja? Ja, Ist ja ich mag, genauso ein aber Niveau. der ist ja scheiße gemacht, aber Transformers nur, was ja gut gemacht, genau wie der. So was mache ich auch. Ja. Also pure Action, auch sowas wie Battleship, finde ich auch mal ganz nice. Wollte ich auch mal sehen, habe ich auch noch nicht gesehen. Also, Mann, was Mann, sonst? Mann. Kann ich mal sagen, was war mein zweiter Lieblingsfilm ist, weil ich da mitgesagt habe, ist von mir Project X. Project X Ah, finde das ich ist ja, einer ist okay. der wirklich besten Filme, die ich bisher gesehen habe. Den fand ich so nice. Da kommt auch eine Fortsetzung, habe ich gehört. Wie die das Ja, machen Teil wollen, frag 2. mich nicht. Wie man da eine Fortsetzung machen will, will ich nicht gar nicht wissen. Ja, alle Genau Filme, die wie. erfolgreich sind, werden ein zweiter Teil von Ja, gemacht. Das klar, siehst du ja mittlerweile. genau wie bei Chronicle kommt auch ein zweiter Teil. Frag mich auch nicht, wie die Ja, da aber wenn es weitermachen auch wollen. sich nicht passt, ich meine, was willst du denn da im zweiten Teil? Mal noch eine fette Party. Was, das ist jetzt doch Ja. schon klar, was das wird. Also ich Klar, meine. und Chronicle, hast du ihn gesehen? Ne. Da ist das Ende eigentlich, also da ist so das Ende, ich weiß nicht, ich will jetzt nicht spoilern jetzt. Da kann eigentlich keinen zweiten Teil drehen. Also es geht eigentlich nicht, aber man macht es trotzdem. Tja. Irgendwie wird einer wiederbelebt, das erinnert mich an Crank 2, weißt du das? Das war auch hier. Sehr gewollte Fortsetzung. Ja. Nee. 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 Nee, manchmal versaut man sich auch. Ich finde, man sollte nicht immer einen zweiten Teil machen. Na klar ist das schön einfach, weißt du, wenn der erste gut läuft, dann gehen die Leute, die den ersten gut fanden, in den noch rein und Klar, ne? denk ein paar Und neue da hat noch. man also schon mal Kapital sicher, anstatt wenn man was Neues ausprobiert, aber ich meine trotzdem irgendwie. Aber ich finde das Gute ist, ich finde am besten, wenn die Filme schon fest durchgeplant sind. Als Beispiel jetzt Herr der Ringe war direkt auf drei Filme ausgelegt. Oder auch Dark Knight war auch direkt auf drei Filme geplant. Ja. Deswegen, also finde ich immer besser, denn wenn es direkt so geplant ist, weil die Story der meint auch sinnvoll noch ist und nicht wie bei Crank 2 einfach nur so dahergeholt. War trotzdem nice Crank 2, aber trotzdem unnötig eigentlich. Ja, Oder jetzt auch das bei, oder stimmt. man macht aber eine Fortsetzung derselben nochmal. Die Hangover 2 oder jetzt der zweite Teil von 300. Der sieht auch wieder genauso aus, nur mit der Seeschlacht. Oh, den habe ich als Seeschlacht jetzt ernsthaft. Ich habe den noch Oh, nicht, Handy ich habe mir noch klingelt. nicht den Trailer angeguckt. Was wird? Nee. So. Den habe ich schon angeguckt, ist eine Seeschlacht jetzt und eine Frau spielt die Hauptrolle.
Nein. Ich mal gespannt. Doch, ich mal gespannt. Nicht jetzt, also oder? Der Trailer sah mal nice, muss man sagen. Der Trailer sah mal nice war aus. Das nice? Der Trailer sah nice aus hier mit der Action. Typische Action von den Dingern halt. Ja, denn was eigentlich unser Hauptgebiet, was man, kann ich mal sagen, unser Hauptgebiet ist ja eigentlich Videospiele. Davon die Verfilmung kann man eigentlich nicht viel erwarten in letzter Zeit. Far Cry. Ja, Uwe Boll, ne? Uwe Boll, ja, mach. Ist unser generell unser Lieblingsregisseur, ja. Ja, den Typen. Der Kollege, der jede Videospielverfilmung in Sand setzt. Jetzt hat er aufgehört. Der hat ja auch einfach drauf. Aber jetzt hat er aufgehört, jetzt macht er Angestaltsfilme. Er hat ja irgendwie noch so eine Satire zum 11. September gemacht, wie sich irgendwie zwei Touristen im Flugzeug streiten, wo die reinfliegen und so Scheiß. Aber man kann es auch versauen, ne? Der Trailer das mir so langweilig und scheiße aus. Fremdschämen, so. So, dazu eine Satire? Ja, ja, etwas der primitiv. Heißt, ich weiß nicht, wie der heißt, aber der war halt irgendwie, die streiten sich darum, wer nachher im irgendwie die wer nachher im Himmel irgendwie mehr Frauen kriegt, Alter, Scheiß, ey. Ich habe den Film nie gesehen zum Glück. Ich habe nur den Trailer gesehen, weil die bei Game One mal drüber geredet haben, über Uwe Boll, und da war der Film auch in Sprache. Hoffentlich trifft ihn Anschlag. Oh. Da ich wieder was total böses gesagt hier. So. Denn was ich noch sehr gut finde, ist die Fast and Furious Reihe. Ja, ja. Schön. Bis auf Tokyo Drift, den fand ich ein bisschen sehr flach. Aber der ergibt jetzt nach dem 6. immerhin Sinn. Im 6. wird der sinnvoll eingebunden jetzt. Hast du den schon gesehen, Kevin? Ja, ja, im Kino direkt. Ich habe alle. Also das kann man so, kann so sagen, die Reihenfolge ist 1, 2. Dann kommt 4, 5, 6 und dann Tokyo Drift. Weil am Ende von 6 geht Hahn halt nach Tokio und fährt da rennen. Und da geht's da sozusagen weiter. Dann geht's nach Tokyo Drift weiter. Aber der wurde noch sinnvoll eingebunden jetzt. Das will ich eine. Du hast mir alles gespoilert, Kevin, du Schwein. Wo ist denn gespoilert? Das Ende habe ich nicht gespoilert. Ja, das Ende ist noch eine Überraschung, das spoilere ich jetzt nicht. Du hast gesagt, der Hahn, der geht jetzt nach Tokio, aber das ist schon einfach Anfang klar. Das hat am Anfang des Films. Nach der Mission hier gehe ich nach Tokio, sagt er. Das ist am Anfang des Films, Markus. Das ist nichts hier gespoilert. Ja, und? Das ist gleich, als wenn ich jetzt spoilere, dass es ein Herr der Ringe um Ringe geht. Um einen Ring. So. Um Ringe geht. So, aber gleich mal ein Ring um die Augen. So. Böse. War das noch nice? Gut überlegen. Welche Filme gefallen noch richtig gut? Ja, Cinderella? Hier, Cinderella, ja, genau. Unbedingt. Alter, war ja auch legendär, ne? Die Marvel-Reihe, kann ich mal sagen. Alle die ganzen Marvel-Dinger. Also von Iron Man über Captain America, Hulk, Thor. Bis hin zu Avengers. Die gefallen mir alle gut an, nicht? Ja, gut. Ja. Und jetzt kommen wir Avengers auch nochmal von DC Comics, ne? Justice League hier mit Batman ein. Und so. Was los, Roman? Ice Age. Ice Age ist eigentlich witzig, ja. Ja, ist eigentlich ganz nice. Ja, fand ich auch ganz witzig. Aber ich finde, der Otto, der wird ein bisschen verkalkt langsam, oder? Ich meine, aber der ist natürlich der beste Sprecher für den, ne? Für den Sid. Ja, klar, der passt voll irgendwie. Ja. Was noch richtig nice ist, finde ich, ist sehr alt, und zwar Alien, die vier Teile. Nein. Obwohl, stimmt. Na gut, 3 und 4 sind mittelmäßig, aber 1 und 2 von Alien sind sehr gut, muss ich sagen. Ja. Und 3 ist ja nicht so nice, und 4 finde ich ein bisschen hereditär, dass sie geklont wurde und so weiter. Also, naja. Muss jetzt nicht alles spoilern, Kevin. Ja, wir wissen. Das ist auch der Anfang des Films. Ich spoilere nichts, was über die Hälfte des Films hinausgeht. Und trotzdem ist das gespoilert. Wo wir eben nochmal Far Cry waren. Die beste Videospielverfilmung ist ganz klar Silent Hill, muss ich sagen. Der ist richtig, der ist richtig gut, finde ich. Also mir würde es kein besser reinfallen. Okay, Resident Evil ist die erfolgreichste, aber ich finde, der hat nichts im Spiel zu tun. Finde ich ein bisschen scheiße, Resident Evil, muss ich sagen. Also als einzelne Filme würde ich die mögen, aber nicht im Spiel irgendwie, also das passt nicht dazu. Die mag ich irgendwie überhaupt nicht, ich weiß das auch nicht warum, da bin ich irgendwie alle. Die Filme passen super zu Resident Evil 6. Pure Action, stumpfe Action, langweilig. Ja, irgendwie ist da auch nichts hinter, das ist auch immer nur, muss ich alles haten. Mein Bildschirm sagt mir, dass das Gameplay zu Ende ist, deswegen würde ich sagen... Oh, schon vorbei? Ja, bis zum nächsten Mal, schade. Leute. Und tschüss. Ja, und tschüss. Danke an Roman und Markus. Ja, gleichfalls.